Herzlich willkommen bei Nicht verzeihen Peterfragen. Ich bin heute wieder hier, um euch ein bisschen zu informieren, beziehungsweise die, die schon lange Fans vom Kanal sind, über interessante Masterstudiengänge. Viele von euch haben in den Niederlanden studiert, zum Beispiel an Van Halanstein oder natürlich an Hasten-Bosch oder beispielsweise an verschiedenen anderen Universitäten wie Wageningen und haben da etwas studiert im Bereich Naturwissenschaften oder Soziologie. Und dann ist ja immer die Frage, wie geht es weiter? Und der Vorteil ist ja immer, ihr habt zwei Arbeitsmärkte. Ihr habt den Arbeitsmarkt Deutschland, ihr habt den Arbeitsmarkt Niederlande. Wie gesagt, Niederlande immer der erste Schritt zur Welt. Und ihr könnt dann noch einen Master in Dänemark draufsetzen und dann habt ihr einen dritten Master in einer wirklich fortschrittlichen, vorbildlichen Gesellschaft. Und da gibt es an der University of Southern Denmark den Studiengang Cultural Sociology. Und das ist ein Studiengang, der 2 Jahre auf Englisch wird unterrichtet. Und wenn ihr euch im Moment die kulturelle, soziokulturelle Vielfalt anguckt und wie sich die Gesellschaft entwickelt, dann ist es ganz wichtig, dass Forscher sich das genau anschauen und auch da im Grunde genommen die richtigen Entscheidungen treffen oder Grundlagen dafür treffen, damit die richtigen Entscheidungen in der Zukunft getroffen werden. Dafür ist ein AST eine hervorragende Grundlage und ich kann euch das nur empfehlen, ist an der University of Southern Denmark, SDU, Näheres unten.